So, mal wieder unterwegs für euch. Heute testen wir Parks. Genau gesagt teste ich für euch jetzt den Bötzlensdorfer Schlosspark. Der Bötzlensdorfer Schlosspark befindet sich im 18. Bezirk in Währing und ist einer von den meistbesuchtesten Parks, ein nettes Ausflugsziel, was ich mir jetzt mal genauer für euch anschauen möchte. Im Gepäck bei mir natürlich meine zwei Kinder, die mich jetzt begleiten werden, und wir drei testen für euch, wie gesagt, diesen Park. Ja, und hier ist das Schloss. Derzeit ist eine Schule im Schloss drinnen. Die Anlage wurde 1945 von der Stadt Wien übernommen und reicht aber vom geschichtlichen Ursprung bis ins 13. Jahrhundert zurück. Auch ganz interessant, vielleicht sich mal die Geschichte im Internet ein bisschen näher anzuschauen. Der Park ist insgesamt 354.000 Quadratmeter groß, hat einen riesengroßen Spielbereich, der für Kleinkinder, also für größere Kinder geeignet ist, werde ich auch noch ein bisschen filmen, und hat ein ganz ein besonderes Zuckerl. Es gibt nämlich hier ein eigenes Buffet, nennt sich Bötzlensdorfer Buffet, und hier hat man dann einfach auch die Möglichkeit, sich einen Kaffee zu gönnen, beziehungsweise für seine Kinder zum Beispiel auch ein Eis zu kaufen. Ganz besonders toll finde ich auch, dass sie Kaffee mit Sojamilch anbieten. Also sie gehen wirklich sehr auf die Bedürfnisse der Kunden ein. Hier sehen wir eben, wie gesagt, den kleinen Kinderspielbereich. Es gibt hier viel Sand. Zu bedenken ist auch ein bisschen, dass im Sommer, im Hochsommer, hier nicht so viel Schatten in der Mitte des Platzes, des Spielplatzes geboten wird. Aber die Anlage ist riesengroß, ganz besonders im Spielbereich gibt es sehr viel Sitzmöglichkeit für die Eltern, was natürlich nicht zu missachten ist. Wir schauen dann noch gleich weiter rauf. So, an für sich gibt es hier immer eine Tieranlage, wo man die Tiere beobachten und sich anschauen kann, unter anderem Ziegen. Aber ich sehe gerade, es hat gebrannt. Ich werde zu Hause ein bisschen recherchieren und euch dann berichten. Interessant, ich war schon länger nicht mehr hier und sehe jetzt gerade, dass die Tiere gar nicht mehr hier sind. Wir haben ja auch ein neues Kriterium mit aufgenommen, das ist die Familientauglichkeit. Familientauglichkeit im Sinne, wie familienfreundlich ist es denn und wie sehr kann man dann auch einfach mal als Familienausflug so einen Park planen. Und hier habe ich jetzt ganz bewusst diese Sportanlage gefilmt oder filme sie gerade bewusst. Man kann eben auch als Familie Volleyball spielen oder Fußball spielen oder eben auch da hinten einfach mal Basketball spielen. Hier bin ich wieder, also zurück aus dem Park. Nun die Bewertung. Die Bewertung für den Bötzlensdorfer Park, der auch netterweise Bötzi genannt wird. Kinderangebot eine 5. Ihr habt es auf dem Video gesehen, der Park bietet den Kindern unendlich viel. Also sowohl für die Kleinen als auch für die Größeren. Mit abschließend halt dann eben Fußball, Platz, Basketballplatz und einen Volleyballplatz. Es gibt auch einen Streichelzoo, den ich auch gefilmt habe und wo ich dann gesehen habe, hey, da hat es ja einen Brand gegeben. Ich habe nun zu Hause ein bisschen recherchiert. Diesen Brand hat es im Juni diesen Jahres gegeben. Und zwar sind die Wirtschaftsgebäude von dem Streichelzoo abgebrannt. Es sind auch einige Tiere leider veredert, insgesamt glaube ich 18. Und man weiß noch nicht, wie der Brand wirklich zustande gekommen ist. So schließt er jetzt auch nicht Brandstiftung aus. Nichtsdestotrotz, dieser Streichelzoo wird sicher wieder aufgemacht und jetzt ist er halt einfach mal so als Attraktion, wo man mit den Kindern vielleicht über den Brand insgesamt reden kann. Also meine Tochter war sehr fasziniert von dem Brand und wir haben noch oft darüber gesprochen. Vielleicht nur als kleines Feedback. Hin und wieder tut es halt auch einmal ein anderes Erlebnis als der Streicheln an sich, was dann einfach auch zu einem inhaltlichen Thema führt. Nun zu der Bewertung. Kinderangebot eine 5.
von der Familientauglichkeit eine 5. Auch die gesamte Familie kann dort irrsinnig viel schöne Zeit verbringen und es wird inhaltlich recht viel geboten. Empfehlenswert. Von der Erreichbarkeit, hier habe ich jetzt wiederum zwischen 3 und 4 überlegt, habe mich jetzt aber für die 4 entschieden. Also es fährt der 40er und der 41a hin und man kommt mit dem Auto hin. Der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, naja, eigentlich ist es schon ein bisschen außerhalb, man muss schon ein bisschen hinfahren, also nicht ganz zentral. Und dann habe ich mir gedacht, ein Park, der auch Erholung bietet, darf auch ein bisschen außerhalb von Wien liegen und man darf auch ein bisschen eine Anfahrtzeit in Kauf nehmen, weil er dann auch in gewisser Weise einfach die Wahrnehmung eines Ausfluges mehr kommt oder zustande kommt. Folglich gebe ich ihm eine 4, die Erreichbarkeit. Und Hygiene, auch eine 5. Es gibt dort eine schöne WC-Anlage direkt beim Eingang, die sehr sauber ist und die gesamte Parkanlage ist irrsinnig sauber und vom hygienischen top. Also ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß im Bötzlensdorfer Park und empfehle es wärmstens und wünsche mir wirklich, dass ihr mal dorthin geht. Ihr werdet begeistert sein und werdet viele schöne Stunden dort verbringen. Also, ciao.